Und damit herzlich willkommen zu Battlefield 1. Jetzt stürzen wir uns mal rein und gucken mal, was hier los ist. Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, also das könnte eventuell auf dem Video nachher ein paar Bildreißer geben. Aber wir versuchen es mal auf der höchsten Auflösung. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Und noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Bräuler. Ich hab mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Panzer fahren, ja, aber das Ding. Naja, wir haben jetzt auch mit dem Trabi angefangen, ja. Verdammt. Oh, nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch? Los. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Na dann, wollen wir mal ins Spiel. Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiß ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Ich darf schießen. Ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz! Das ist unser Einsatz! Vollgas! Ich hab sogar unbedingt... Ich bin gefetzt, siehst du? Die Artillerie nimmt unsere Jungs auseinander! Diese Opfer dürfen nicht umsonst sein! Vorwärts! Okay, der Schaden ist geil. Sie haben einen von uns erwischt! Augen geradeaus! Fahr! Das ist Haus eingerissen. Nice! Oh, scheiße! Ich wollte durchs Fenster gesniped. Nein! Was ist das jetzt hier, Matsch? Komm vorwärts, Alter. Oh, los, dreh dich raus, du Sau.
Naja. Wow. Der ist zerfetzt. Feldgeschütz! Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Fritz! Das ist ja richtig geil, Alter. Feldgeschütze haben! Die Sechsen halten unsere Jungs auf! Nimmt nix. Die Wand ist wohl zu fett. Ja. Haltet die Stellung und schlagt Fritz in die Flucht. Das ist Fritz. Los! Fritz gibt nur auf, wenn wir ihn dazu zwingen! Hier sitzen. Ja, in hier den Akkus geschickt! Haltet nach weiteren Geschichten zu, schau Jungs! Ein bisschen höher. Das Feldgeschütz ist weg vom Fenster! Scheiße. Wir sind sehr langsam. Pinch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir. Es liegt am Schlag. Ah, Dreckzeug. So, komm, nicht weg. MG, machen wir's fertig. Ausgeschaltet. Stellung halten und Bereich sichern, damit wir genug Zeit zum Vorrücken haben. Das war nicht gut. Ein Feldgeschütz weniger, das uns Sorgen macht, Jungs. Was hier? Selber drinnen. Kein Kratzer. Okay, also alles kann man wohl hier nicht zerstören. Das ist gut! Wir zeigen es ihnen, Jungs! Aber vergesst nicht, der Tag ist noch jung! Was war das? Wo? Wir fahren zu den Ruinen und machen einen Weg für die Infanterie frei! Das ist Schritt. Der Durchstoßen-Matsch. Feldgeschütz platt machen, aber schnell! Ich da nicht. Das war's! Motor ist okay, Sir! Nicht nachlassen, Jungs! Haltet diese Stellung! Komm her, komm her, komm her, komm her! Komm her, du Wicht!
Dann schwere alte Stämme, aber kein Panzer tragen können. Konzentration, Jungs! Soll ich dem Vogel etwas rumgeben? Er hat einen Anrecht darauf. Lass die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Haus. Und du, Edwards? Ein Drink, damit dir die Hände nicht mehr zittern? Nein, ich trinke nicht. Spart euch die dummen Sprüche für unsere Ankunft in Combray, Jungs. Das kann man nicht zerstören, aber das ist... Das ist mit dem anderen weg. Sturmpanzer! Er kommt Nein. Näher! Der Kreuzer schießt unsere Jungs in Stücke. Edwards, bring uns hin. Alter, was? Ist das Ding abgefeuert gerade? Wow. Wo sind die Schwachstellen bei dem Teil, Alter? Ich hab mich an den Arsch ran. Scheiße. Noch mehr Scheiße. Ja. Die haben sich mit den Falschen angelegt. Seite. Es ist uns gelungen, Port zu rücken. Sehr gute Arbeit, Jungs. Wir fahren weiter. Was für Spaß, Vogel. Die Birnen lassen Feuer regnen. Köpfe runter. Kein Schuh. Sie bewegt sich nicht. Finch, geh raus und sieh dir das an. Pass auf deinen Arsch auf, Finchy. Edwards, du gehst ihm zur Hand. Eben konnte ich schon von drin reparieren. Wieso muss ich jetzt aussteigen? Ja, Edwards! Edwards? Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Finch! Wir sehen uns in der nächsten Folge. See ya.